Ich habe einfach meinen eigenen kleinen Kühlschrank im Regal. Das ist voll praktisch. Prost. Uah. Kalt. Aber voll gut. Ey, ich würde für die Terra-Figur auch die dreckigsten Dinge tun. Ich würde dafür so richtig dirty things machen. Halt den widerlichsten Shit würde ich tun, dafür, dass ich diese Terra-Figur bekomme. Hier ist also der Waldschrein. Hier sollen Monster leben. Was? Ich zögere nicht. Ich bin ja bei dir. Na gut, dann gehe ich eben vor. Nein, warte, wir gehen zusammen. Junge, die Samus-Figur. Also es gibt ja irgendwie zwei. Es gibt ja einmal diesen Samus-Helm. Der ist mir egal. Aber dann gibt es ja, glaube ich, noch eine, wo sie so zielt, wenn sie so auf dem Boden irgendwie kniet, so halb. Und dann gibt es ja eine, wo sie so voll stolz irgendwie am Stehen ist. Und die will ich haben, beide. Die sind halt übelst cool. Warte mal. Ah, okay, ich verstehe. So, das hier ist ein Rätsel und ich weiß nicht, wie es geht. Daher rate ich einfach mal. Ah, guck mal. War gar nicht so schwierig. Da-da-da-da! Nanu, eine verschlossene Tür! Ah, das gibt's doch gar nicht. Willkommen zurück, Sari. Ah, verdammt. Ich hasse es, wenn Schnecken einfach runterfallen. Ha, warte mal kurz. Man kann diesen Hebel vielleicht rausziehen. Ja, okay, ich habe schon mal Zelda gespielt. Okay. Oh, das ist cool. Ey, ich muss halt wirklich mal so eine Zelda-Retrospektive machen, wenn ich mit Metroid fertig bin. Oh, war mit denen nicht irgendwas Cooles? Oh, genau, die haben so einen Kram gemacht, okay. Oh, das war mega cool, oder? Weil du konntest das hier irgendwie drehen. Ist ja ein riesiges Fass. Beinahe hätte ich es vergessen. Nicht, das Fass ist groß, wir sind zu klein. Krass. Ich habe immer noch meine 2B-Figur hier. Oh, ich kann das gar nicht dingsen. Ich dachte, ich könnte das drehen, aber es geht gar nicht. Sehr enttäuschend. Ah. Oh, okay, deswegen geht's nicht. Das macht Sinn. Okay, ich verstehe. Das ist voll das cute Puzzle-Design hier. Das ist alles, das ist genauso auf meinem Level. Das kann ich so. Das Fass hat sich bewegt. Potz Blitz, was? Hä? Warte mal, das geht doch noch weiter, oder? Genau. Ha! Rätsel gelöst. Das Ding ist, du kannst dir den Gameboy Adapter mittlerweile kaufen, tatsächlich. Und du kannst dir dann so eine billige...
Memory Card einfach holen, wo du dann so eine SD-Karte mit drin hast und dann kannst du damit halt einfach die CD emulieren, die du brauchst, um den Gameboy-Adapter zu benutzen. Daher, das ist eigentlich voll möglich mittlerweile. Wow, okay, chill, dude. Na komm. So. Das war ein bisschen zu weit. Oder vielleicht war es auch genau richtig. Aha. Swetson, danke für den Sub. Ich habe leider vergessen, wie die Memory Card heißt. Ich habe die aber auch irgendwo, tatsächlich. Explizit damals gekauft, weil ich eigentlich mit dem Gameboy Adapter irgendwelche Gameboy-Spiele spielen wollte. Und dann habe ich jetzt das Ding hier. Das heißt, ich brauche sie eigentlich nicht mehr. Aber ich weiß auch nicht, wo sie hin ist, ehrlich gesagt. Eieieiei, okay. Wenn wir nur etwas hätten, was wir auf den Schalter stellen könnten. Hm, wie wäre es hiermit? Shit. Ha! Verdammt. Es hätte klappen können. Hm. Aber das ist das, oder? Oder, warte, kann man das schieben? Seit wann kann man Vasen schieben? Was? Das ist ja unerhört einfach. Yo, what? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist dieses Puzzle-Design? Das ist ja krass! Wann gibt's ein Minish Cap Remake einfach? I can't, ich bin begeistert. Oh mein Gott! Allein das hier, übelst cool. Was ist los? Ey, das macht Capcom dann einfach auch mit der RE Engine. Das war einfach so das krass aussehendste Zelda ever, so. Ah, verdammt. Das ging ein bisschen zu weit. Na bitte. Aha. Oh Gott, überall Schnecken, Alter. Ey, ich bin letztens auf eine Schnecke getreten, ne? Fucking eklig. So krass disgusting, Alter. Wer kommt auf so eine Idee? Oh mein Gott, das ist jetzt voll schwierig. Nee, ist es nicht eigentlich. Krass. Ey, das war so widerlich. Ich war so draußen und bin so voll glücklich und mach so einfach mein Ding und plötzlich macht's so plopp unter meinem Schuh. Und ich denk mir halt nur so, ew, was war das? Und dann war das einfach so eine Schnecke, Alter. So eine scheiß Nacktschnecke, die unter meinem Schuh explodiert ist. Ekelhaft.
Da musste ich meinen Schuh putzen, weil ich Angst hatte, dass ich irgendeinen Krankheitsshit in die Wohnung trage und die Katzen krank werden. Knackt schon beim Drauftreten. Ja, ist halt echt so. Es macht einen ordentlichen Flop einfach. Disgusting. Schnecke fand's vermutlich auch nicht so geil. Ja. RIP einfach. Lauf halt nicht unter meinen Schuh. So, es ist halt so einfach. Ah, verdammt. Mich nervt es, dass ich das Schild nicht auf dem R-Knopf habe. Kann ich das ändern? Kann ich es auf dem R-Knopf packen? Nein, ne? Schade. Dann werde ich mich wahrscheinlich daran gewöhnen müssen. Klasse hat eine 6 Nacktschnecken an sich kleben. Das ist nicht so schön. Hey, Trishul. Ah. 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 Keine Ahnung. Ich schätze, wir müssen schwimmen können, um darüber zu kommen. Ich weiß nicht, ob es was bringt, die Vasen ins Wasser zu schieben, oder? Das würde zumindest nicht so viel Sinn machen. Die gehen doch unter, oder? Ja, ich glaube, die gehen einfach nur unter. Sad, aber naja. Ich habe meinen Rasen vertikutiert. Nennt man das so? Vektoriosiert? Oh, wack. Da komme ich gar nicht durch. Oh, what? Die sind ja einfach... Die sind ja übelst krass, Mann. Halten einfach mega viel aus. Ich habe was gemacht. Ich glaube, es heißt vertikutieren, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe essentiell eine Spitzhacke genommen und bin durch meinen Rasen damit gegangen. Und theoretisch soll das jetzt den Rasen ein bisschen wiederbeleben. Und jetzt soll er geiler sein und Unkraut rausgekrautet, wie Simon es sagt. Terraria in real. So ein bisschen. Weißt du, vielleicht sollte ich einfach mal auf die Karte gucken. Okay, das wollte ich nicht. Sondern hier. Denn da kann ich sehen, wo noch verschlossene Türen sind. Und da macht es natürlich Sinn. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich dachte, das wäre hilfreicher. But kind of not really. Unkraut gejietet. Wow. Rasen vektorisiert. Jetzt brauche ich weniger Speicherplatz. Das habe ich tatsächlich am Anfang gelesen. Dass ich. Hä? Rasen vektorisieren? What? Aber nein, es ist irgendwie vertikutieren oder irgendwie sowas. Und das war witzig. Das hat ein bisschen Spaß gemacht, war ein bisschen anstrengend. TBH, NGL, SMH. Hat schon ein bisschen Rücken danach. Hat schon so keine Kraft mehr in den Händen danach.
konntest mich schon so ein bisschen beenden, so am Ende. Das war schon ein Erlebnis auf jeden Fall. Bin ich hier richtig? Okay, hier ist der Eingang. Das Vertikutieren ist eine der wichtigsten Maßnahmen der Rasenpflege. Dabei wird der Rasenfilz entfernt, damit wieder Luft, Wasser und Nährstoffe an die Graswurzeln gelangen. Wer einen dichten, widerstandsfähigen Rasen haben möchte, muss mindestens einmal pro Jahr zum Vertikutierer greifen. Genau, das habe ich getan. Sollte man immer so Mai, also April, Mai rummachen. Und dann geht's los. Irgendwo ist doch eine scheiß verschlossene Tür und ich finde sie nicht. Auf der anderen Seite. Anscheinend. Am I stupid? I might be stupid. Warte, da war doch eine oben irgendwo. Und ich weiß nicht, ob ich da rankam, aber ich glaube, hier oben war irgendwo eine, oder? Hat man nicht da irgendwie? Genau, warum habe ich die nicht gleich aufgemacht? Kann es sein, dass ich einfach richtig dumm dran vorbeigelaufen bin die ganze Zeit? Zeit für ein Boss-Battle. Oh, sick. Okay, wir müssen seine Nase treffen und dann sein Dingens da hinten. Ich sterbe einfach gleich. Schwerstes Zelda-Spiel der Welt, Mann. Sick. Wunderkarotte, danke für den Sub. Ah, den magischen Krug. Okay. Dann rüsten wir den noch gleich mal aus, würde ich sagen. Erstmal einen ordentlichen Sack hier. Okay. Aufregend. Wir haben mysteriöse Muscheln erhalten. Wozu das wohl gut ist? Aha. Ich bin dafür, dass die Menschheit mehr 2D-Action-Spiele macht, glaube ich. Das ist schon ein bisschen cool, so. Jetzt können wir ja auch das Ding da kaputt machen. Okay. So ein Pech. Ohne passendes Transport... Oh, aber... Look what I'm doing. Es ist fast so, als ob ich das passende Transportmittel hätte.
cool. Ach, ich habe ein Schwert. Vielleicht soll ich das mal benutzen. Eieieiei, das ist gar nicht so einfach, Mann. Okay, hier sind wir noch falsch. Uff. Nein, dreh dich um. So. Nein, ah, da, ja, ja, so. Ey, einfach so ein 2D-Pokémon im Stil von Octopath Traveler fände ich halt voll cool. Ha! Ah, come on, wirklich? Oh, okay, ich verstehe. Cool. Okay, okay, okay. Sag ja, müssen wir lang schwimmen. So, jetzt können wir nämlich einfach rüber. Tja, da, da, da. Und schon haben wir einen Schlüssel. Hier ist die traurige, aber nichtsdestotrotz realitätsnahe Wahrheit. Niemand interessiert sich für Final Fantasy 1. Sorry, not sorry. Aber es wurde Zeit, dass wir mal ein paar Facts hier nennen. So. Jetzt haben wir einen Schlüssel mehr und ich fände es halt geil, wenn die irgendwie eingezeichnet werden irgendwo. Ich keine Ahnung, welche Tür hier zu ist und welche nicht. Es ist halt echt so ein bisschen useless irgendwie. Ich werde auch irgendwann so eine richtig fette Final Fantasy Retrospektive machen mit einfach allen Final Fantasy Spielen. Aber erst mache ich meine Metroid Geschichte. Das war richtig dumm, glaube ich. Nee, gar nicht, es war gar nicht so dumm. Ich glaube, es war richtig gut. Ha, vielleicht auch nicht. Ha. Aha, ich verstehe, witzig. Das ist mega witzig.
verdammte Axt. Cute. Ey, auf jeden Fall mache ich erst Metroid und dann mache ich Zelda und dann vielleicht noch ein Mario dazwischen und dann Final Fantasy. Okay, so kommt man da hin. Crazy. Da 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 da. Also ich höre keine Metroid-ähnlichen Sounds. Beim Warpen eben. Oh no! Ich hatte den Dude eigentlich in einem Baumstamm irgendwie als Boss im Kopf. Oh Gott, er hat sich einfach extra dick gemacht. Ich hasse es, dass du keine Tech-Cancel machen kannst. Na endlich. Boah. Ey, Pixel Art on point in diesem Spiel. Das ist Wahnsinn.
Erdelement erhalten. Sickity sick sick. Oh Gott, ich muss mich irgendwie mal richtig hinsetzen. Geht voll auf den Rücken, Mann. Ah, jetzt habe ich die 3-Herz-Challenge ruiniert. Das ist natürlich ärgerlich. Gut, das Erdelement haben wir. Erzählen wir dem Ältesten davon. Also, keine Ahnung. Krasse Metroid-Vibes geben mir die Sound jetzt nicht irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Das war einfach ein random Onesie, den ich auf Amazon gekauft habe. Ah, ihr habt das Erdelement gefunden. Du bist noch jung, aber deine Kraft und dein Mut sind beachtlich. Wow! Mach weiter so und such das nächste Element beim Gongo-Gongo-Gongo-Gongo-Gongo-Gongo-Gongo-Berg. Im Gongolberg lebt ein Mann namens Melter. Unter den Minish ist nur er in der Lage, das Schwert wieder zu schmieden. Er wird das zerbrochene Schwert für der Minish für euch reparieren. Ich werde ihn benachrichtigen. Passt gut auf euch auf, okay. Keine Ahnung, ob noch ein Herztime-Dungeon war. Geht dort entlang. Das ist eine Abkürzung durch den Wald. Der Älteste, eine große Hilfe. Ist eine große Hilfe. Dann bring uns doch gleich mal zum Gongolberg. Okay. Ja, ich habe halt einfach Onesie auf Amazon eingegeben und mir dann halt eingekauft. Sei jetzt halt nicht so speziell gesucht, ehrlich gesagt. Grüne Kleidung und eine komische Mütze. Bist du vielleicht der Mensch Long, der das Erdelement gefunden hat? Es ist also wahr. Ich habe schon von dir gehört. Ich bin Heureta, der Itemerfinder. Ich erforsche alle möglichen Werkzeuge. Du findest keinen Weg zur Stadt, weil alle Wege versperrt sind? Ich gebe dir etwas Feines, das dir bestimmt weiterhelfen wird. Okay, nice. Gehe ich ein? Ja, ich gehe ein, wenn ich hier langlaufe. No, wie furchtbar.